Liebe Schülerinnen und Schüler, für Sie beginnt jetzt eine sehr spannende Zeit. Bisher hat Ihnen die Schule ja mehr oder weniger vorgegeben, was Sie lernen müssen. Das ändert sich jetzt, weil Sie jetzt Ihren Beruf wählen. Ich wurde gefragt, was für mich eine beruflich erfolgreiche Karriere ausmacht. Und ich glaube, ich kann Ihnen diese Frage gar nicht beantworten, weil das jeder und jede für sich selber entscheiden muss. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich glaube, dass Grundsätze sind für eine erfolgreiche Karriere. Erstens, Spaß und Freude an dem, was Sie tun. Sie sollten sich jeden Tag motivieren können, zur Arbeit zu gehen. Sie sollten einen Sinn darin sehen, was Sie tun. Das ist das Wichtigste. Zweitens, Ehrgeiz, Engagement und Zielstrebigkeit. Suchen Sie sich eine Branche, einen Beruf, der Sie herausfordert. Und vor allen Dingen lassen Sie sich nicht von anderen sagen, dass Sie etwas nicht können. Sie können es. Drittens, seien Sie offen für Neues. Sie wählen jetzt einen Beruf, aber das heißt nicht, dass Sie den Beruf ausüben bis zur Rente. Interessen verändern sich, neue Wege tun sich auf. Nutzen Sie diese. Die Ausbildung wird Sie herausfordern. Sie wird Sie auch mal vor große Probleme stellen, aber sie wird Sie vor allen Dingen stark machen und Sie fördern. Deshalb nutzen Sie heute die Möglichkeiten des Karrieretages. Schauen Sie sich alles genau an. Manch eine Branche, manch ein Unternehmen zeigt vielleicht seinen Charme auch erst auf den zweiten Blick. Und dann werden Sie Ihren beruflichen Weg finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dafür.